Was die Frameratenanzeige behauptet, gefällt mir. 16.000 Frames pro Sekunde, das wäre tatsächlich was. Hallo und willkommen zu Let's Show Abandoned Ship. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ach, noch ein paar kleine Einstellungen. Ich habe noch gar nichts mehr zu dem Spiel angeguckt, allerdings... Okay, Reparatur. Das wird uns doch wahrscheinlich... Oh, das Spiel hat aber viel, sehr viel Probleme. Oh. Ja, was ist Abandoned Ship? Abandoned Ship ist ein piraten-gethemtes Faster Than Light, könnte man sagen. Also ein Roguelike Adventure auf Piratenschiff Tutorial an. Schwierigkeit stellen wir auf einfach, weil es jetzt erstmal ein Let's Show ist. Haha, okay. Eiserner Captain Mode. Ja, keine Tutorials in dem Fall. Schnellstartmodus wollen wir auch nicht. World Seed. Standard. Lassen wir einfach so drin. Schöne Musik. Tauchen wir einfach ein. Wahrscheinlich wird uns schon der erste Gegner ordentlich Dampf machen. Ach ja, es hat auch so leichte Fantasy-Anteile. Ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken komme. Flucht ist... ja, wenn man sowas sieht, umgeben von solchen Kuttenträgern. Ich kenne mich mit solchen Leuten aus. In Rimworld habe ich eine ganze Kolonie voll davon. Dann sollte man wirklich laufen. Fliehen, okay. Du schreitest durch das Gefängnis mit vorgetäuschter Autorität. Es macht keinen Unterschied. Der Ort ist eh unbewacht in ihrem Moment des Triumphs. Alleine zu fliehen. Ach toll, dürfen wir jetzt sogar aussuchen. Der Verletzte. Aha. Puh. Ich liebe Entscheidungen, wenn ich nicht weiß, was sie bewirken. Okay. Ah, ja, klar. Ich tippe mal drauf, wir können auch nur drei mitnehmen. Aha. Okay. Boarding. Durch die Tür. Frische Seeluft. Ein Schiff vor Anker, juhu. Okay, das ist also die Story. Wir haben drei Crewmitglieder befreit. Rechts klicken. Es ist also etwas komplexer als Faster Than Light zum Beispiel.
Okay, wer war der Navigator? Das sind wir. Das der. Ne, das ist wahrscheinlich da. Hier, das war der Navigator. Ha, ich hab's mir gemerkt. Weh. Ich hätte natürlich auch draufklicken können, aber wofür sind die Shortcuts denn da? Ja. Ja, wir werden niemals dem Gott entkommen, offensichtlich. Der Vater. Ich weiß schon genau, welcher Gott das ist. Ich habe meinen eigenen Dagon-Kult geführt. Also mach da mal, halt mal die Pferde still. Okay, das macht Sinn. Das ist unsere Krankenstation. Das ist aber die Sparvariante. Ist natürlich klar, dass unser Arzt, ne? Ach du meine Güte. Okay, die Wasseranzeige. Das sind Bilgenpumpen. Das weiß ich sogar aus dem Gedächtnis noch, wie die Dinger heißen. Ach du meine Güte. Noch einmal, ha? Festhalten. Doppelklick der Schicht. Beziehungsweise lasse ich die Leute rennen. Ah, okay. Das Ganze sieht fantastisch aus, muss man als allererstes sagen. Okay, wir haben irgendwas eingesammelt. Ah, das ist eine schöne Karte. Ich erinnere mich sehr gut an Tempest und das hier ist so viel besser gelöst. Okay, und wir müssen durch das südliche Gate entkommen. Ah, und die darf ich nicht benutzen. Ich vermute mal, das ist die. Guck mal, oh, das sieht so fantastisch gut aus. Aha, okay. Ah, dieser Effekt.
Okay, wie schalte ich Autofire ein? Gut, das Spezialfähigkeiten. Ah, großartig. Ach, das ist die Swivel Gun, okay. Spezialmanöver.
So. Ich wünschte, man könnte ein bisschen reinzoomen. Das wäre so das Nonplusultra. Okay, beim nächsten Mal wird's härter. Okay, cool. Und ich sehe das schon kommen, dass hier noch wesentlich mehr drin vorkommt. Aha, okay. Ah, Individualisierung, wie schön. Wir müssen fliehen. Ja, gut, das habe ich mir schon gedacht. Oh. Okay. Okay, wir müssen... Sehr gut. Okay, das ist wie in Faster Than Light. Einfach so Positionen zwischenspeichern. Ah, okay. Wir können also nachträglich noch die Bewaffnung ändern. Dann können wir das Schiff halt umdrehen quasi. Und zurück zur Karte. Okay, das ist ein gutes Tutorial. Okay. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das ist, wenn wir viel erkunden. Was ist das? Ein Kult-Eventer. Einfach drauf.
will auch solche Kanonen. Ah, Rechtsklick. Er hat aber schnell reagiert. Das ist meine, oder? Ja. Hervorragend. So, das ist jetzt alles autorepariert, außer der Hülle natürlich. Ich muss mir merken, dass wir mit Rechtsklick schießen. Das? Oh, hi. Mach doch nix. Hey, Urlaub sollte man sich gelegentlich mal gönnen. Ja. Und wie gesagt, kein Vorwurf von meiner Seite. Schön, dass du es trotzdem einrichten kannst. Also so wie es aussieht, kriegen wir keine Bestrafung dafür, dass wir erkunden. Ist es natürlich ein Vorteil zu erkunden, um möglichst viele Ressourcen zu sammeln. Ich meine, das ist im Endeffekt genauso wie bei Faster Than Light. Es ist ein sehr schönes, intuitives, mit Ausnahme vom Schießen, intuitives Spiel, mit dem ich, glaube ich, doch eine Menge Spaß haben könnte. Ah, noch ein Kult-Event. Trauen wir uns?
Okay. Kult-Event. Ich meine, ich hätte mich auch genauso gut auf das Gefecht einlassen können. Oh, ich glaube, die haben uns die. Du bist nicht auf so einen Kampf vorbereitet. Das wird jetzt böse. Okay, ist ja schon klar, worauf es hinausläuft. Auch unser schönes Boot kaputt zu machen. Du bleibst da stehen. Beinerei. Unheimlich, aber wir haben es geschafft, gerade so. Drei von vier Events, hä? Toll. Ich bin begeistert. Wo haben wir denn noch einen? Okay. Gut. Gut, gut. Also machen wir uns vom Acker. Ganz ehrlich, ich bin lieber der Kultistenführer als der von den Kultisten verfolgte. Teil des großen Projekts. Puh.
Das ist ein extrem cooles Spiel. Die Cthulhu-Anleihen sind großartig. Die Story ist mysteriös. Das ist so wie bei Farlone Sale. Man will einfach wissen, was. Ein Hafen. Okay, da ist leider... Karte nicht so hilfreich gerade. Vielleicht findet man noch ein bisschen Beute, dann können wir uns natürlich mehr leisten im Hafen. Zum Beispiel Schiffsreparatur für meine Unfähigkeit. Weil ich so lange verpeilt habe, wie man richtig schießt. Also den Grafikstil, ich kann es nur nochmal sagen, den finde ich großartig. Also ich will nicht ausprobieren, ob uns gegen Küsten oder Riffe fahren beschädigen könnte. Ich würde einfach mal darauf tippen, dass es so ist. Dementsprechend sollte ich mich bemühen, beim Fahren nicht zu schlafen. Weil gerade bei so einem Seegang übersieht man doch gerne was. Und gerade so einzelne Felsnadeln im Ozean, die können gerade dann besonders tückisch sein. Mir gefällt auch dieser Stil des Fog of War wie so eine alte Leinenkarte. Das hat was. Also hier hat jemand mit sehr viel Leidenschaft dran gearbeitet. Okay, da ist der Hafen. Schon mal gut zu wissen. So. Ja, okay. So. Nicht viel, aber schlussendlich, wir sind eigentlich ja noch im Tutorial, ne? Also erwarten wir mal nicht zu viel. Sobald das Schiff angedockt hat, ist die Crew irgendwie unwillens, sich aufzuteilen. Alles in allem wären sie ja noch immer Gefangene der Kultisten oder Schlimmeres ohne dich. Harter Met ist eine andere Geschichte als zeremonieller Wein. Hauen wir uns ruhig mal ein. Okay. Nicht zu viel. Mäßigung, ha? Huh? Mäßigung. Uah. Ich weiß nicht, irgendwie macht mich das noch nervöser als Spinnen. Und Spinnen machen mich schon nervös. Zu den Waffen. Großartig! Offensichtlich haben die Kultisten noch mehr in der Hinterhand als einen riesigen Tentakel, Monster, Gott, was auch immer.
Die Halifron waren immer schon da draußen. Kopfschmerzen, Verbindung zu der Kreatur. Ja, deswegen habe ich denen eigentlich die Runde gegönnt, damit die ein bisschen motivierter sind, mich zu unterstützen. Ah, okay. Gold und Vorräte, ja gut, das habe ich mir schon selber zusammengereimt. Das Symbol ist nicht so ergiebig auf Anhieb, aber man kann es sich dann doch vorstellen. Aha, okay, Reparaturen, die sind gar nicht so teuer. Ich hatte schlimmer befürchtet. Oh, wie nett. Aha. Oh, ein Mörser. Das ist wie in... Ich meine, Mörser waren tatsächlich Schiffswaffen, aber sie haben halt wenig Ruhm erlangt, ne? Mehr Kanonen, mehr Schaden. Ja, das würde ich fast unterschreiben. Für 30? Gut, dass mich das Tutorial zwingt, weiterzumachen. Ich hätte nämlich ansonsten direkt noch mehr Kanonen gekauft. Vorräte kaufen oder verkaufen? Okay. Aha. Neue Schiffe. Das Spiel ist... Wow. Ich bin echt beeindruckt gerade. Brick Schaluppe. Schaluppe ist natürlich das klassische Kleinpiratenschiff. Oh. Und es geht weiter. Maximale Crew 8. Wo sehe ich denn die Werte für unser Schiff? Das hier kann offensichtlich weniger Kanonen tragen. Ich würde sowieso nicht downgraden. Ah, okay. Okay, das ist unser momentanes Schiff, glaube ich. Also haben wir einen Schoner. Oder? Nee, wir haben eine Brick, okay. Wahrscheinlich ist das auf einem erhöhten Schwierigkeitsgrad, dass man mit einem schlechteren Schiff anfängt oder sowas. Okay, wir haben eine Brick. Eine Brick ist ein gutes Schiff für den Anfang. Na, wenn ich mal so meine Sid Meier's Pirates Erfahrungen rauskrame, dann ist eine Brick eigentlich schon das zweitschlechteste, nicht das schlechteste. Na, Schaluppe wäre natürlich besser. Na, deutlich schlanker, wahrscheinlich dadurch auch schneller. Maximale Crew 6 haben wir jetzt auch. Okay, das ist gut zu wissen. Oh ja, zwei Mörser auf jeder Seite. Oh ja, will haben.
So, Waffen und Reparaturen. Ich wäre versucht, auf der einen Seite die Kanonen zu verkaufen und die andere Seite zu finanzieren, aber... Krankenstation upgraden, Vorräte. Mehr Vorräte hätten natürlich auch Höhlenpanzerung. Okay. Okay, meine Crew bleibt offensichtlich. Okay. Das Spiel überfällt mich ein bisschen, aber ich bin total fasziniert. Das ist ein Stück weit so, wie ich mir gewünscht hätte, dass die Neuauflage von Sid Meier's Pirates werden würde. Mit ein bisschen weniger Freiheit und dafür ein bisschen mehr Magie. Das ist auf jeden Fall cool. Okay. Also ich möchte eigentlich eher einen professionellen Steuermann haben. Und wenn wir können, auch noch einen Seemann. Das wäre durchaus ein gutes Upgrade. Okay. Ja gut, das ist ja im Endeffekt wie das Schiff upgraden. Das ist gut. Und offensichtlich könnten wir uns das leisten. Taverne? Okay, also Magistrat. Ah, unseren. Okay, wir können gesucht werden. Moral erhöhen. Aha. Ah. Heilt langsamer, huh? Ja gut, das ist, so ist unser Arzt. Gefängnis. Ah, okay. Ah, okay. Gibt's hier wahrscheinlich alles nicht. Okay. Kriegen keine Erfahrung, das ist natürlich auch nicht gut. Wir haben schon einen Kanonier. Ganz ehrlich, mit so einer Crew fühle ich mich dann sogar wohl. Wir gehen direkt auf kurze Distanz. Ja, das. Wir arbeiten doch. Die haben auch einen Arzt. Nein, Rechtsklick.
Eigentlich wollte ich ja noch mehr Kanonen kaufen. Aber gut, der Kanonier steht an der Tür. Oha, okay. Captain hierhin, Seemann hierhin, du hierhin, okay. Das müssen wir jetzt auch direkt mal so speichern. Oh, was ist das? Gift? Das ist nicht gut. Gift nicht gut. Gut, bevor das Spiel merkt, dass alle meine Leute beim Untergehen gerade... Mist. Jetzt kann ich den Hafen nicht mehr anlaufen, ha? Huh? Hatte ich mir das vorgestellt. Schade, ich kann nicht eine von den Kanonen auch darüber ziehen. Okay. Gut, wir müssen also 5 Events erledigen. Schweinerei. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Das ist... Ich gebe ja zu, ich habe mich bei Tempest immer so ein bisschen durchgezwungen, auch wenn ich es gut fand. Ah, großartig. Schuss, das ist ja natürlich fantastisch. Ich konzentriere mein Feuer trotzdem auf den Arzt.
außer Reichweite. Okay, in dem Fall gehst du jetzt eben den Mast reparieren. Aha. Du. Na, du bleibst mal da oben stehen. Ich sehe ich mal, wo der hoch. Schießt weiter auf die Segel und du Gute Arbeit, Leute, gute Arbeit. Puh. Okay, merken wir uns, von einem schnelleren, stärkeren Schiff fliehen. Die Mühe können wir uns mal sparen. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte das aus quasi Crew-Perspektive sehen. Aber das gehört halt zum Spiel. Das macht so viel Spaß. Ich fühle mich richtig piratisch. Arr. Sehr schön, sehr schön. Und du hast den... Oh, sehr gut.
Ultron! So, auf ihn mit Gebrüll. Oh, toll. Noch eine Salve durchkriegen. Momentan können die nicht schießen. All auf den Arzt. Gut, dass das nicht als Untergang für uns zählt. Mhm. 69 Vorräte. Das ist billiger als selber einkaufen. Kult besiegt, Timer verringert. Mal sehen, ob es vielleicht noch andere Events hier gibt. Noch ein Kult-Event. Noch ein Kult-Event. Mal sehen, ob inzwischen der Hafen eventuell wieder frei ist. Nein. Nein, rechts klicken. Nur ein Rechtsklick macht den Captain glücklich. Das ist aber eigentlich gar nicht tragisch.
Wir haben den nämlich vorher schon ganz ordentlich erwischt. Ich habe schon gedacht, dass das passiert und habe Abstand gehalten. Oh, hier oben ist ja eine Anzeige. Hoppla. Sehr schön. Okay, ich hoffe mal, wir kriegen ein bisschen mehr Freiheit. Das ist auch nur ein kleiner Kahn. Mit dem sollten wir. Verhältnismäßig leicht fertig werden. Ah, okay. Wir können direkt wieder Abstand nehmen. Okay, ich hab den Dreh langsam raus. Oh Mann, das ist ein cooles Spiel mit einer genialen, sehr einzigartigen Optik. Das darf man leider nicht vergessen, das Spiel hat seinen eigenen Charme. Und das ist etwas, auf das ich sowieso immer sehr viel Wert lege. Eine Insel, auf der es eine Antwort geben könnte. Okay.
Okay, wir haben kein Kopfgeld. Apotheker. Schade, schade. Wäre natürlich was, wenn man die quasi zu richtigen Crewmitgliedern machen könnte mit der Zeit. Ich will aber nicht. Oh, ja. Aha. Oh, das ist aber nett. Die haben mir ein Safe Game quasi geschenkt. Taucherglocke, ha? Gut, wir haben nicht mehr Platz. Und dieser Ort hat keinen. Aha, okay. Aha, okay. Okay. Mal sehen. So, 72 Minuten. Ich würde sagen, für eine Let's Show war das auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg und ich bin mal gespannt, was wir in diesem Spiel noch so anrichten können. Handelsrouten plündern und ja, was weiß ich nicht noch alles. Es macht auf jeden Fall eine Mordsmenge Spaß und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei sein würdet. Für jetzt, fürs Erste, sage ich danke fürs mit dabei sein und ja, ich hoffe, ich sehe euch später bei. Okay, zugegeben, ich weiß noch nicht, was ich später spielen will, aber ich will später auf jeden Fall noch was spielen. Bis dahin, ciao!